Shalom Aleichem. Der Mensch ist eine empathische Person. Also Hashem hat in uns geschafft eine Eigenschaft und diese Eigenschaft heißt Empathie, Mitgefühl, Barmherzigkeit und so weiter. Wir werden heute ein bisschen reden über diesen Thema Empathie. Manchmal, das ist ohne Worte. Ich war einmal in die Market in Kampala in Uganda und ich habe gegessen mit den Kindern Mango und kam so eine Frau, ganz dünn, mit einem Baby auf dem Rucksack und mit einem Bauch nach vorne und guckt auf mich ohne Worte. Und gleich habe ich gesehen in ihrem Gesicht, sie braucht Hilfe, sie brauchte nicht zu reden. Und da habe ich gebeten, meine Frau soll sie Geld rausnehmen von der Tasche. Sie hat mir gegeben Geld. Habe ich die Frau gegeben Zdaka mit großer Freude und sie hat gemacht so mit den Händen ein paar Mal, hat sich großartig bedankt. Also der Mensch hat in seinen Augen Sensoren und insbesondere wenn man sieht Frau oder Kinder oder Menschen, die elend sind, hat man große Empathie und Mitgefühl und eine Wille zu helfen. Also wenn man sieht auf der Autobahn eine Frau und ihre Reifen ist geplatzt, alle Männer werden stoppen, aber ein Mann muss stark sein und er bekommt wenig Empathie, weil er ist ein Mann. Und ein Mann muss sein mit Kraft, er ist privilegiert, er muss seine Tränen nur bei Nacht abwaschen, du musst meinen, ein Mann. Und heute in der Welt, Männer leiden, sehr viele Männer leiden davon, weil Männer halten auf eine Fasson und tragen alles im Herzen. Und insbesondere Männer, die geschieden sind, die getrennt, haben keine Empathie. Nicht von der Familie, nicht von der Gesellschaft und nicht mal von der Schule, Kindergarten, Regierung. Alle sind gegen den Mann. Und es ist unglaublich. Und man weiß nicht, wie die Männer leiden davon. Ich sage nicht, es gibt Männer, die gewalttätig sind und nicht in Ordnung, sondern sie sitzen im Gefängnis und nicht ihre Familie zum Leiden bringen. Aber es gibt genug Männer, die leiden, aber niemand glaubt sie nicht. Niemand glaubt, dass die Frau ist die Schlimme und die nicht in Ordnung. Und sie nutzt die Kinder als Mittel, der Papa zu bestrafen. Und niemand glaubt der Papa. Und er ist immer der Kriminelle und der Schuldige. Und die Kinder, die hat er jahrelang gegeben zu essen und zu trinken und zu waschen und Eis gekauft, 180 Grad, er darf nicht die Kinder mehr sehen. Einmal in zwei Wochen darf er sehen. Weil wenn ein Mann und eine Frau sich trennen voneinander, was ist geblieben? Die Kinder. Und in diesem Krieg will jeder gewinnen Maximum. Und jeder macht eine große Show, zu zeigen, wer soll gewinnen. Und es gibt Männer, die sind so wie dem Gericht von König Schlomo und die zwei Frauen, die sich das Kind teilen wollen. Die wahre Mutter hat gesagt, behaltest du, die Hauptsache soll er nicht sterben. Und es gibt Eltern, die wollen sich teilen. Die schlimmste Strafe, sollt ihr wissen, ist, wenn der Papa nicht mehr seine Kinder sehen muss. Wer leidet davon? Die Kinder. Und du als Rache gegen deinen Mann nimmst von den Kindern so eine wichtige Sache, der Papa zu haben. Interessant, in Israel zum Beispiel gibt es sehr viele Männer, die geschieden sind, 50, 60 pro Jahr, die sich das Leben nehmen, weil niemand glaubt, niemand gibt sie Empathie und Mitgefühl als Männer. Die Welt ist geworden so Feminismus. Es waren Jahre, wo die Frauen waren an die schlechte Seite. Sie haben gelitten. Heute die Welt hat sich geändert, dass die Männer sind auf die schlechte Seite. Das heißt, dass sie so wie eine Metutelle von einer Seite. Die Frauen waren unten, heute die sind oben und die Männer sind unten. Es muss sein Feminismus und nicht Chauvinism und nicht Feminism, es muss sein Feminism, es muss sein das Wichtigste für die Kinder und für die Familie. Und sehr oft, Frauen klagen an in Israel gegen ihre Männer, gerade in religiösen Bedin, jüdischen Gericht. Warum? Weil sie wollen, dass die Männer sollen weiter bezahlen Geld und unterstützen, das wollen sie schon. Aber die Kinder geben sie nicht zu besuchen. Und
der Mann sehr oft wird gemalt in der Gesellschaft. Also es ist eine Mentalität jetzt, zu malen die Männer in schwarz, zu vergiften die Männer. Es gibt keine Institution oder Gesellschaft oder Gemeinde, die hilft Männer. Männer brauchen nicht Hilfe. Männer sind stark. Guck mal, wie viel Hilfe gibt es für Frauen, für Kinder. Sie können mit jemandem beraten. Was machen die Männer? Sie fallen zwischen die Stühle. Niemand hört sie zu. Und sie fallen und sie sterben, wenn sie haben Probleme. Deshalb unsere Aufgabe ist, nicht die Männer zu ignorieren. Geben die Männer Empathie, auch in solchen Zeiten. Und der Papa will nicht sein, nur ein Esel, der arbeitet und kommt einmal im Monat und muss bezahlen oder kann die Kinder sehen per Skype. Es gibt manchmal, ein Papa will mit der Lehrerin oder mit der Kindererzieherin reden, sie sagt nur, wenn die Mama erlaubt. Als ob die Mama ist die einzige Besitzerin über die Kinder. Die Antwort lautet, von Familie, Streit und Krieg leiden alle. Du wirst leiden, dein Mann wird leiden, die Kinder werden leiden und alles kommt zurück in Gerechtigkeit im Himmel. Ich sage euch, mehr Empathie und mehr Mitgefühl zu Männern wird die Welt ein bisschen retten. Muss man dem ganzen Bild sehen und nicht verweigern die Männer durch Anklage, die sind Gewalttäter und Sippurim und Erzählungen. Und jeder ist Profi, seine Show gegen den anderen Partner perfekt machen. Hashem soll helfen, dass man die Männer in dieser Welt mehr Empathie geben und auch die Männer helfen, ihre Kinder zu sehen ohne Probleme. Shkoyach.